Alle farbig hinterlegten Gruppen bilden zusammen die Landpflanzen. Ihnen ist gemeinsam, dass in ihrer Individualentwicklung ein Embryonalstadium auftritt. Bei den Armleuchteralgen als Außengruppe hingegen fehlen Embryonen. Um uns einen Überblick zu verschaffen, greifen wir einige bekannte Gruppen heraus. Hier sind die drei verschiedenen Moosgruppen: die Laubmoose, Hornmoose und Lebermoose. Die Leptosporangiaten Farne sind diejenigen Pflanzen, die wir umgangssprachlich als Farne bezeichnen. Die Botanik zählt allerdings auch diese vier Gruppen hier zu den Farnen. Alle zusammen heißen schlicht Farne oder Polypodiopsiden. Die Polypodiopsiden oder Farne bilden die Schwestergruppe der Samenpflanzen oder Spermatophyten. Diese wollen wir uns in der nächsten Abbildung genauer ansehen. Hier sehen wir den Stammbaum der Samenpflanzen oder Spermatophyten. Das Schwestertaxon der Polypodiopsiden oder Farne bildet hier die Außengruppe. Eine Außengruppe ist zwar mit der untersuchten Gruppe verwandt, aber sie liegt klar außerhalb der betrachteten Verwandtschaftsgrenzen. In diesem Fall hier bildet der Besitz von Samen die Verwandtschaftsgrenze. Wer im Lebenszyklus Samen erzeugt, gehört automatisch zu den Samenpflanzen. Das ist die blau hinterlegte Box. Wer keine Samen erzeugt, liegt außerhalb. An dieser Stelle sitzt der letzte gemeinsame Vorfahre aller Samenpflanzen. Von ihm leiten sich alle heute lebenden Samenpflanzen ab. Den letzten gemeinsamen Vorfahren darf man sich nicht als ein einzelnes Individuum vorstellen, sondern als eine Art mit zahlreichen Individuen. Wie der letzte gemeinsame Vorfahre ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass er die erste Pflanzenart war, die Samen erzeugen konnte. Diese Eigenschaft haben alle Pflanzen geerbt, die von ihm abstammen. Der letzte gemeinsame Vorfahre ist damit die Gründerart der Samenpflanzen. Die Farne als die nächsten Verwandten hingegen können keine Samen bilden. Die Samenpflanzen sind in verschiedene Untergruppen unterteilt. Hier werden 8 verschiedene aufgeführt. Als erstes fällt die Gliederung in 2 Untergruppen auf. Einerseits haben wir die nacktsamigen oder Gymnospermen und andererseits die bedecktsamigen oder Angiospermen. Die nacktsamigen Pflanzen heißen so, weil ihre Samen nicht von weiteren Strukturen umgeben sind. Die Samen liegen also frei vor oder eben nackt. Weshalb ist das überhaupt wichtig? Man findet die Antwort, wenn man die Schwestergruppe betrachtet. Bei den bedecktsamigen Pflanzen oder Angiospermen wird der Samen von der Frucht umschlossen. Die Frucht bedeckt den Samen und gibt damit der ganzen Gruppe ihren Namen. Diese Unterteilung ist auch im Skript erklärt. Bei den Gymnospermen entwickelt sich der Samen frei und ohne ein weiteres Gewebe, das ihn umgibt. Die Angiospermen hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sich ihr Samen im Innern einer Frucht entwickelt. Die Frucht umgibt und bedeckt den Samen. Wir konzentrieren uns in diesem Semester auf 3 der 8 Gruppen hier. Bei den Gymnospermen sind die Koniferen oder Nadelhölzer relevant. Bei den Angiospermen fokussieren wir auf die eudikotylen Pflanzen, das sind die echten zweikeimblättrigen, sowie die monokotylen oder einkeimblättrigen. Die Sache mit den Keimblättern braucht einiges an Erklärung. Holen wir tief Luft und tauchen ein
in die Welt der Kotyledonen. Zunächst eine Vorbemerkung zu den Bezeichnungen, die leider nicht einheitlich sind. Die Einkeimblättrigen kann man sowohl als Monokotyledone wie auch als Monokotyle Pflanzen bezeichnen. Beides ist richtig und beides wird verwendet. Die ganze Pflanzengruppe heißt auch Monokotyledonen oder Monokotyle. Wiederum ist beides korrekt. Das gilt auch für die Dicotyledonen oder Dicotylenpflanzen sowie für die Eudicotyledonen oder Eudicotylenpflanzen. Damit ist die sprachliche Vielfalt der Begriffe hoffentlich klarer geworden. Als nächstes schauen wir an, was die Begriffe bedeuten, denn die Sache mit den Keimblättern braucht noch mehr Erklärung. Die Gymnospermen besitzen meist zahlreiche Keimblätter und sind damit Polykotyl. Poly bedeutet viel, Kotyl bezieht sich auf die Kotyledonen oder eben Keimblätter. Bei den Angiospermen ist die Situation etwas komplizierter. Diese drei Gruppen verfügen über zwei Keimblätter. Sie sind Dicotyl. Das ist der ursprüngliche Zustand innerhalb der bedecktsamigen Pflanzen. In einer Untergruppe reduzierte sich im Laufe der Evolution die Anzahl auf ein einziges Keimblatt. Das sind die Monokotylen oder einkeimblättrigen Pflanzen. Übrig geblieben sind drei Gruppen mit zwei Keimblättern. Die größte Gruppe davon sind die Eudicotylen. Eu bedeutet so viel wie echt oder wahr. Die Eudicotylen sind ihrem Namen nach also die wahren Zweikeimblättrigen. Das ist verwirrend, denn auch die Magnolioiden und die basalen Angiospermen besitzen zwei Keimblätter. Trotzdem macht man diese Unterscheidung. DNA-Sequenzanalysen haben zu diesem Stammbaum hier geführt. Zudem besitzen Eudicotyle Pollen mit drei Keimfurchen. Der Pollen der Magnolioiden und basalen Angiospermen besitzt nur eine Keimfurche. Diese Merkmale unterstützen die Abgrenzung der Eudicotylen von den anderen Zweikeimblättrigen und den Monokotylenpflanzen. Wir können das noch besser verstehen, wenn wir uns überlegen, weshalb der Begriff dicotyle Pflanzen in diesem Stammbaum nirgends verwendet wird. Keine dieser Gruppen wird als Dicotyl bezeichnet. Eudicotyl ja, Dicotyl nein. Das hat einen guten Grund. Hier sitzt der letzte gemeinsame Vorfahre aller bedecktsamigen Pflanzen. Er hatte zwei Keimblätter und war Dicotyl. Im weiteren Verlauf der Evolution entstanden daraus diese vier Gruppen hier. Bei den Monokotylen kam es zur Reduktion auf ein einzelnes Keimblatt. Gleichzeitig sind sie aber die nächsten Verwandten der Eudicotylen. Und genau hier liegt das Problem. Alle vier Gruppen leiten sich vom letzten gemeinsamen Vorfahren ab. Bei diesen drei Gruppen ist das Merkmal zwei Keimblätter erhalten geblieben. Theoretisch könnte man sie zu den Dicotylen oder zwei keimblättrigen Pflanzen zusammenfassen. Allerdings würde man dann die Monokotylen ausschließen. Damit wären die Dicotylen eine paraphyletische Gruppe. Eine paraphyletische Gruppe berücksichtigt nur einige, aber nicht alle Nachkommen, die auf den gleichen Vorfahren zurückblicken. Diese Gruppenbildung ist nicht erlaubt.